So, jetzt sind wir fertig mit dem Schmu. Und ja, dann gucken wir noch ein bisschen in Potsdam rum und gucken mal, was wir sonst noch hier so feinet finden. Ja, ist auf jeden Fall das schönste Bild hier an der Wand. Ja, ist auch schon 2 Jahre alt. Aber sieht noch aus wie neu. Gut, dann machen wir uns mal hier weiter auf dem Weg durch Potsdam. Ist auf jeden Fall eine ganz schöne... Faker. Leider schon beschmutzt. Die ist echt cool. Schönes Format. 2 Dinger übereinander. Oder halt direkt alles ausfüllen mit dem Bild. Wäre natürlich witzig so. Und so wie die Hütte hier im Plattenbau steht, mag ich auch. Einziges Problem ist halt der Baum. Also wenn, dann sollte man das vorm Frühling machen. Ja. Und hier sind es halt so eine kleine Pisswände, sag ich mal. Ist so ganz süß zum Üben, finde ich. Aber ja, da habe ich selten was Gutes drauf gesehen. Ja. Also hier gut gemeinte der EP-Piece. Okay, Graffiti-Kurs war aktiv. Ja, also da könnte man. Ist ja die Frage, ob das Graffiti-Kurs war. Und nicht, dass sie dann Bitch schreiben würden. Einfach richtig hart gedamaged. Also, ja. Cool. Und hier haben wir aber noch ein schönes Ding. Krein. Da Krein steht. Wir haben Pfeil. Oha. Also ich habe selber noch mal ein paar Leute gefragt, was da steht. Keiner konnte mir weiterhelfen. Also habe ich mich jetzt noch mal hingesetzt und habe mir das noch mal ganz konkret angeguckt. Und um euch nicht weiter im Dunkeln tappen zu lassen, da steht MHS. Und das Krein ist demnach Crew. Also ich mag's. Ja, ich mag's von den Farben, ich mag die Blocks, ich mag die Pfeile. Die roten Lines dazwischen, die Farben an sich. So, jetzt sind wir im Alva. Und genau die Wand wollte ich mal live sehen. Die ballert ja mal übelst rein. Carries von Emon, dann Tams von Urok, Dennis und Fab. Und alle schön unterschiedliche Farben genommen. Ich finde, es sieht so viel besser aus als einfach nur einfarbig alles mix. Super. Super. Ist ja, was ich am geilsten finde. Ich finde von Fab hier seine Metal-Effekte, die sehen ziemlich geil aus. Aber auch der dunkle Fill-In von Urok finde ich ziemlich geil hier oben. Ein bisschen streetartig. Gehirn. Hirn. So, dann sind wir mal hier im Lindenpark. Hier kann es doch so schön ruhig sein. Genau da habe ich mir mal als Kind den Arm gebrochen. Ja, jetzt so viel dazu. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Boy, ich finde das ganz geil, so mit den nur weiß, roter Outline. Dafür dann aber viel Farbe im Hintergrund. Also, da bin ich ganz dabei. Ich habe hier noch. Boah, da tue ich mich immer so schwer mit, das ordentlich zu lesen, ohne irgendwie was Falsches zu sagen. Das ist vorne ein G. Da ist ein R. Ah, schwierig. Haben wir hier. Zacks.
schnelle Ding sozusagen, ja. Ist ja jetzt mal die Frage, ne, ob das zeitgleich mit dem entstanden ist, wäre ja möglich. Jo. Seht ihr gerade richtig? Eine fucking Boombox und ein Herd? Nein, doch. Also, hier haben wir halt nochmal solche Hunde. Die Kleinen sind ganz niedlich. Vielleicht vergreifen wir uns daran. Ach, das ist noch eine andere Kleine. FBI, open up! Sieht ganz fetzig aus hier. Dann haben wir hier noch eins von Fab. Was machen wir jetzt? Hier könnte man rüber. Mal auf die Rückseite schauen. Hier so eine kleine Wand wäre eigentlich auch geil. Ich glaube, die nehmen wir. So ein kleines Ding. Wir basteln hier mal einen Carry hin. Das Format passt wunderbar. Das machen wir dann Vollformat. Aha. Genau, mit kleinen Superstar-Tschüsschen. Chrome, Outline, Backline, fertig. So kurz zum Zeigen. Ja, also Decken ist auf jeden Fall super. Ich habe jetzt hier aber so ein Pink Dot Fat Cap drauf. Ja, also das ist das Maximum am Strich und er fadet auch stark aus. Ja, also für Fix ist das eher weniger geeignet. So gut, ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Das war versuchen wir jetzt da den Weg durch den Chromhaufen zu bahnen. Ja, absolute Katastrophe. Ja, alle ein bisschen gedrungen. Kann nicht sauber faden. Ich hab ein paar Linien aus Versehen falsch gezogen. Oh. Ja, also Nebeln ist heute überhaupt nicht drin, also das gibt das Wetter ja nicht her. Da muss ich jetzt versuchen, das Beste draus zu machen.
Aus der Perspektive finde ich es auf jeden Fall richtig geil. So die Hütte mit dem kleinen Vordach, mit dem Platten im Hintergrund. Richtig schön Ghetto. Mit der Fade hier bin ich gar nicht mit zufrieden. Das Gelb hat scheiße gedeckt. Ich finde die Augen ein bisschen groß. Ich habe Hunger, aber eigentlich vom Format her eigentlich schon so, wie ich es haben wollte. Wo ich das gerade nochmal sehe, ne, ist ja eigentlich genau das gleiche Color Management an dem Bild Lila und Stich, was ich ja schon vor Ewigkeiten gemalt habe. Eigentlich könnte der Carry halt direkt so neben den anderen Piece halt stehen. Müssen wir mal eine Collage draus basteln, mal gucken, wie das ausschaut. Ich glaube, hier ist es ein bisschen entspannter, das Ende zu machen. Also, wie gesagt, jetzt dämmert's. Wetter ist verdammt ungemütlich, stürmisch. Und deswegen machen wir jetzt hier einen Cut. Potsdam aus, Ende vorbei. Aber wir kommen wieder. For sure! Also bis dahin, haut rein, lasst einen Kommentar und ein Abo da, falls ich es noch nicht gemacht habe. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Und wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, haut rein.